Zuerst ausatmen, dann sprechen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Retro Vape Dream. Heute ein neues Video. Ja, wir hatten wieder drei Geräte wieder. Das heißt, heute ist Vlog, 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 Vlog. Ich weiß auch nicht, irgendwie so etwas in diese Richtung. Also wieder ein längeres Video. Mein erster Vlog, Vlog, Vlog im neuen Jahr. Zuerst einmal, ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr 2016 gestartet. Bedanken möchte ich mich hier nicht mehr groß. Das habe ich bei meinem Video irgendwo noch im Dezember gemacht. Da habe ich das Dankeschön-Video, doch, das habe ich gemacht. Mit den meinen Geräten, die ich persönlich super fand im 2015. Ja, was wird das Jahr 2016 bringen? Definitiv die TPD2. Wie die kommt, was da kommt, ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Die ersten Anzeigen gibt es, die ersten Entwürfe gibt es und alles. Und ich habe jetzt heute oder gestern, war ich mir sicher, in Facebook schon gelesen, wie die ersten Klagen vorbereitet werden. Und ich glaube, das wird auch der einzige Weg sein, wo man irgendetwas erreichen kann. Nichtsdestotrotz, meine lieben Leute, es gibt hier eine Petition und da kann man unterschreiben und das dauert 3 Minuten. Und ich möchte jetzt hier auch noch schnell auf diese Petition eingehen. Wir brauchen 50.000 Unterschriften, sind im Moment bei etwa über 41.000, also es fehlen nicht mehr so viele Unterschriften. Also ich bitte euch, jeder, der dieses Video sieht, sich schnell zu überlegen, habe ich die Petition schon unterschrieben? Wenn nein, dann macht das bitte. Ich verlinke euch alles unten rein, dann könnt ihr den Link anklicken, registriert euch rasch und ist eine Sache von 3 Minuten und das wäre super. 50.000 ist das Ziel. Ich persönlich schlafe vielleicht ein bisschen ruhiger, wenn es so 51 oder 52.000 wären. Das ist so mein... Ich bin nicht gerade schlank, mein Bauchgefühl, das ich habe. Also bitte unterschreibt diese Petition. Ich glaube, wir können das noch schaffen. 20. Januar ist fertig. Also wir haben noch ganz wenig Zeit, diese Unterschriften, diese knapp 10.000 Unterschriften noch zusammenzukriegen. Also helft mit. Backt eure Familie, eure Freundin, eure Frau, eure Kollegen, teilt das Ganze nochmal, auch Nichtdampfer, haut alle Kollegen an, die ihr habt. Jede Unterschrift zählt hier. Wir haben in der Schweiz eine Aktion, die findet immer in Weihnachten statt. Dort, die heißt, jeder Rappen zählt, also so jede Münze eigentlich. Und hier ist jede Unterschrift zählt eigentlich das Wichtigste. Und ja, ich habe auch Freundeskreis beackert und mach das bitte auch. So, dann wäre es eigentlich schon von meiner Seite, von der Politik. Ich möchte nicht zu groß aufpauschen. Jeder viel größere YouTuber als ich hat hier schon Videos gemacht und um Unterstützung gebeten. Und ich mache das jetzt hier in meinem Blog auch nochmal. Schlussspurt, also setz auch mal alles dran. Ja, heute haben wir wieder viel vor. Ich bin gerade schon auf meine Notizen am Schauen. Das nimmt langsam Ausmaße an. Das ist nicht mehr normal. Ich habe seitenweise Notizen. Was haben wir heute? Kommentare, Liquid, haben wir Bier, Geräte. Also wieder das volle Programm. Wird wahrscheinlich wieder etwa eine Stunde gehen, der Vlog. Und ja, wir haben sicher genügend Sachen hier. Ja, ich denke, beginnen wir mit den... Sagen wir zuerst, wie immer, die Kommentare, würde ich doch sagen. Ja, herzlich willkommen bei den Kommentaren. Ja, ich hatte wieder ein paar Kommentare auf Facebook und YouTube und überall. Und zwar, ja, es ist immer wieder speziell. Ich finde Kommentare geil und ich antworte auf gerne. Und es freut mich immer wieder, wenn Leute mit mir so kommunizieren, also... Schreibt mir irgendetwas unten rein. Das letzte und der letzte Mal waren ein paar coole Kommentare, als ich über meine Diät gesprochen habe. Da kamen ein paar ganz geile Sachen dazu. War lustig. Ja, und so kommunizieren mit meinen Abonnenten und so und oder die Leute, auch die nur die Videos schauen, das macht schon Spaß. Das ist richtig cool. Und ich picke mir so ein paar dann raus und Jürgen Jochen hat mir nach meinem letzten Vlog, war das, einen guten Kommentar geschrieben. Er schreibt, da ging es um die Liquid-Tests, die ich gemacht habe.
Wie willst du Liquids bei 90 Watt testen? Der ganze Geschmack geht definitiv verloren und dann auf Lunge ziehen. Lunge hat keine Geschmacksnerven. Diese befinden sich im Rachen bzw. im Backen und Zunge. Diese Liquid-Tests sind bei allen YouTubern für den Arsch. Er hat dann noch geschrieben, welche YouTuber er gut findet, der die Liquid-Tests als einzige richtig macht. Und ja, lieber Jürg, wenn du das Video schaust, vielleicht, eventuell. Ich möchte mich ganz recht herzlich bei dir für die Aufklärung bedanken. Dann muss ich die Geschmacksnerven befinden, damit ich das jetzt auch weiß. Es fällt mir erst jetzt auf, dass ich so dampfe auf Lunge ziehen und ich gar nicht irgendetwas geschmeckt habe. Erst jetzt, wo du mich darauf aufmerksam machst, merke ich das. Das eigentlich könnte ich auch pures VG oder pures PG dampfen. Das wäre wahrscheinlich dasselbe, als wenn ich jetzt ein Erdbeer oder ein Zitronenliquid nehme. Natürlich nicht. Ich habe mit Backendampfer angefangen, also mit Backedampfen angefangen, wie glaube ich fast jeder, der am Anfang beginnt mit Dampfen. Der zieht nicht sofort auf Lunge. Und für mein Empfinden, für mein Dampfverhalten, mein Dampfstyle, wie man das auch immer nennen will, ist das Backedampfen nichts mehr. Und ich ziehe direkt auf Lunge. Habe ich dadurch weniger Geschmack? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich kriege mit meinem Mikro genauso viel Geschmack hin, wie einen, der auf Backe zieht. Und ich finde das so zermürben und müde, wenn man hier einander Vorwurf macht, wie er zu dampfen hat und wie nicht. Lasst jeden so dampfen, wie er will. Wo ist das Problem? Wenn jemand auf Backe dampfen will mit 5 Watt, soll er mit Backe dampfen um 5 Watt. Wen interessiert es? Er ist zufrieden. Es geht jedem um sein Glück. Wenn ich auf Lunge ziehen will mit 120 Watt, mit 200 Watt, dann lass mich das machen. Da hat dich nichts zu interessieren. Ob du das toll findest oder nicht, schreib es mir unten rein, kein Problem. Du musst einfach mit deiner Antwort rechnen. Wie soll ich mit 20 Watt oder mit 10 Watt Liquid testen, wenn ich für mein Dampfverhalten mit 90 Watt oder mit 100 Watt dampfe? Weil ich weiß, und ich nehme an, so wie es du geschrieben hast, wirst du es auch wissen, dass sich das Liquid, je nachdem mit wie viel Leistung ich dampfe, die Geschmäcke sich wieder verändern. Was nützt mir, wenn ich also ein Liquid mit 10 oder 20 Watt teste, das aber immer mit 90 Watt nehme? Es kann sein, dass mir das schmeckt mit 10 Watt oder 20 Watt, mit 90 Watt aber nicht mehr. Solche Liquid hatte ich schon Dutzende und glaub mir, ich habe sehr viele Liquids schon durchgetestet. Umgekehrt genau dasselbe, es gibt Liquid, die schmecken mir mit 90 Watt und mit 10 und 20 Watt nicht. Also was nützt mir das, wenn ich so teste? Ich teste es für mich, es ist meine Meinung. Ich sage es euch, darum sage ich ja, mit wie viel Watt, mit wie viel Ohm, dass ich dampfe. Weil wenn ich dann sage, das schmeckt super mit 90 Watt und du testest es mit 10 Watt oder mit 20 Watt, mit einer 1, weiß auch nicht was, Umwicklung, dann kann sein, dass sie das nicht schmeckt. Das ist aber auch völlig in Ordnung so. Das ist doch kein Problem. Und das sage ich immer bei den Liquids, es ist meine Meinung. So wie ich dampfe. Es muss niemand so dampfen, wie ich dampfe. Aber lasst jedem sein Ding machen. Weil ich finde, aus diesem Kindergartenzeug sind wir raus. Der dampft mit 7 Watt, der dampft mit 5 Watt, der dampft mit 2 Ohm, der dampft mit 0,08 Ohm. Ja, so what? Und? Scheißegal. Scheißegal. Vielleicht kriegen wir aus diesem Grund die 50.000 Unterschriften nicht zusammen, weil jeder den Futterneid hat gegenüber dem anderen. Also, guter Kommentar von dir gewesen, das ist meine Antwort. Was du daraus machst, ist dein Problem, Jürg. Dann, nächster Kommentar. Marcel Baumgartner, du hast deine Ems verloren. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich einen Kommentar verstanden habe, Marcel. Ja, ich bin froh, dass ich meine Ms nicht mehr so sage, weil ich versuche mich noch ein bisschen besser auf meine Videos vorzubereiten. Ich kann nicht das schlecht zeigen. Ich habe hier meine Kamera, mein Mikrofon, hier sehe ich mich im Bildschirm und hier habe ich meine Excel
also mein, wie sagt man eben, so ein kleines Drehbuch, das ich hier schreibe, das ist jetzt vom Vlog, das ist jetzt 4, 5 Seiten lang. Und ich habe für mich selbst gemerkt, dass ich das, wenn ich es mal niederschreibe ein bisschen, dass es mir dann leichter fällt. Ich habe dann so 2, 3 Anhaltspunkte, die ich runterschielen kann und das ein bisschen immer wieder so verfolgen kann und somit die Ams natürlich nicht mehr kommen oder nicht mehr so viel kommen. Das kostet mich ein bisschen Konzentration, muss ich auch zustimmen, muss ich hier gestehen, aber ich gebe mein Bestes. Ich habe versprochen, es bessert sich und wenn ich jetzt deinen Kommentar richtig lese und richtig beurteile, hat sich das schon gebessert, dann bin ich froh, dann habe ich meinen Vorsatz für 2016 bereits durch. Also kein Thema. So einfach ist das. Ne? Dann Megrip. Megrip schreibt: Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch aus Frankfurt Main in die Schweiz und vor allen Dingen Gesundheit. Wir dampfen weiter, egal was kommt. Punkt. So. Das sehe ich auch so. Wir dampfen weiter, egal was kommt. Wie es kommt, was kommt. Die ersten, wie gesagt, oben schon die ersten Gesetzentwürfe sind jetzt da und das muss umgesetzt sein und wie wird umgesetzt und ich weiß auch nicht. Ja. Und da wird man dann klagen, aber ich denke auch, wir lassen uns das Dampfen nicht mehr nehmen. Für das sind wir, und ich jetzt auch zu tief drin, ich lasse mir auch nicht verbieten, ein YouTube-Video zu machen. Ich höre eigentlich erst auf mit Hangouts und YouTube-Videos, wenn sie mich abschalten. Vorher mache ich überhaupt nichts, können mich am Arsch lecken. Nicht mal dann werde ich aufhören. Nee, ich ziehe sie durch, bis sie mir den Kanal abstellen einfach. Mir ist egal. Also, ich habe große Freude daran, ihr habt große Freude daran, also lasst es uns noch genießen. Und wir werden es sicher auch weiterhin genießen können. Irgendwie werden wir einen Weg finden. Vielleicht nicht im Juni, Juli. Vielleicht muss man zuerst klagen. Aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen, dass uns die Lust am Dampfen, die Lust am Schönen, am Stammtischen, an den sozialen Kontakten, die es uns gegeben hat, die lassen wir uns nicht mehr nehmen. Und dafür kämpfen wir. Und dafür auch nochmal hier, nochmal und das letzte Mal den Hinweis, die Petition zu unterschreiben. Askaron74 schreibt nach meinem letzten Vlog auch wieder ein tolles Video, aber wo war denn der Mammut bei der 26650er Vorstellung? Ja, da war ich noch nicht so weit mit dem Mammut. Der Mammut, habe ich ihn, ja, da. Das ist eine Tube, eine 26650er Tube, so sieht die aus. Schönes Teil, ein Hybrid. Da kommt noch ein Video. Also ihr seht, alles was ich so hier drüben habe, hier, ist so im Test und der ist hier drüben zum Testen oder wird auch getestet und da kommt noch ein Video. Jetzt nach diesem Vlog kommen wieder 3 Geräte-Videos, ich weiß auch nicht genau, ob ich ihn dort hineinpacke oder nicht, weil es ein bisschen ein zeitloses Gerät ist. Aber es gibt andere Geräte, die sind nicht so zeitlos. Die Chinesen werfen ja Geräte nacheinander auf den Markt und ja, da muss man ein bisschen abwägen, welches Video soll ich machen und welches nicht. Aber es wird sicher ein Video geben über das. So, jetzt habe ich durchgekommen. Mal ein bisschen dampfen. Ah, hier übrigens, ihr kennt ja meine Top- oder Lieblingskombi 2015. Das Video könnt ihr sonst schauen. Und das war ja die Rice-Box hier mit dem Dot-Mod. Und ich konnte nicht anders, der Finger hat mich gejuckt, das HFV voll durchgeschlagen. Ich habe mir eine zweite bestellt, die ist gestern gekommen. Und zwar dieses Mal aber in Silber. Mit Brasselementen hier, das X. Und da, mit dem goldenen oder auch mit dem silbernen. Ah, so schön. Funktioniert genau gleich. Ist schon geil. Ja, da habe ich hier 2, also doppelt. Einer ist keiner. Doppelt hält besser. Ja, das waren die Kommentare. Ich denke, wir kommen zum... Machen wir mal. Ja, ich hatte Durst, also gehen wir noch zum Bier. Würde ich mal sagen. Biersession. Bier. Ganz wichtig ist immer Alkohol. Nee. Aber Bier ist wichtig. Bier hatte keinen Alkohol. Heute eine große Flasche Bier.
Und zwar ist das das Noctus 100. Und das ist von der Rigel Bier Manufaktur, genannt wie das auch Schwarzes Geheimnis. So sieht die Flasche aus, das ist ein bisschen eine größere Flasche. Und zwar, die Farbe muss wirklich extremst dunkel sein, steht hier. Also hier hinten ist so ein Beschrieb. Jetzt zeige ich das mal schnell, wenn das geht. So, ein bisschen Zoom, 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 so. Da haben wir dann die Farbe, das Aroma, die Bitterkeit etc. Drum und dran ist hier alles beschrieben. Also Farbe ist wirklich schwarz, Aroma bitterschokoladig mit Kaffeenoten, Perlage mussierend bittere, hat es von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hat es 5, Körper wuchtig und schwer, Hefetyp irische Allehefe, Alkohol 10%. Genusstemperatur 18 Grad Celsius, perfekt zu geräucherten Speisen, Ziegenkäse, Schokoladendessert. Also ich bin gerade nichts am Essen und Ziegenkäse dampfe ich eigentlich grundsätzlich nichts. Also bin ich so ein bisschen bei Schokoladendessert und da habe ich jetzt noch mal ein bisschen noch vorgekramt, dass. Wir schauen es uns zuerst. Flaschen öffnen, Vorbereitung ist die halbe Miete. Wir machen das mal auf. Also riechen tut's verdammt lecker. Oh, da. Gebraut in der Rigele Biermanufaktur und empfohlen vom Weltmeister der Biersommeliers Sebastian B. Priller. Also mit so viel Vorschusslorbeeren muss ja das ein gutes Bier sein. Schauen wir uns mal die Farbe an. Das ist extrem dunkel, das ist wirklich schwarz. Riechen tut es aber lecker. Also, das Dunkel. Das schmeckt ein bisschen schwer, das ist so. Wir nehmen jetzt als Pendant zu diesem schweren Bier ein schweres Liquid. Ich versuche es mit dem Boilermaker Chisel. Das ist schwarze Johannisbeere, dunkle Schokolade und ich weiß auch nicht was. Denke, das müsste eigentlich gut harmonieren. Also, so hoffe ich es zu wenig. Dann haben wir hier noch zum Bier selbst. Noctus erinnert an die Nacht und schwarz wie die Nacht ist auch seine Farbe. 100 schwarze Dunkeleinheiten sehen die Rigelei-Brauer, wenn sie über den sahnigen Schaum zum flüssigen schwarzen Geheimnis vorstoßen. Kaffeenoten und das Aroma mit Bitterschokolade umspielen dabei die Nase. Ein richtiges englisches Imperial Stout entfaltet sich. Erstmals eingebraut, das Geschenk für Katharina die Große als Hofbier der Zaren berühmt, ist dieser Bierstil heute fast vergessen. Öffnen Sie ein Noctus 100 und fühlen Sie sich wie ein russischen Zar. Genießen Sie das Aromaspiel der Brauspezialität Noctus 100. Diese Spezialität verdankt Ihren Geschmack und Ihr schwarzes Auftreten einem Drei-Maisch-Verfahren mit Schokoladenmalzen und schwarz gerösteten Gerste. Entdecken Sie in einem schönen Augenblick mit Auge, Nase, Mund und Gefühl dieses weltmeisterliche Brauspezialität. Was gibt es hier noch hinzuzufügen? Da hat die Marketingabteilung einen guten Job gemacht. Kennedy Aurier 22 mm auf der Relais DNA 200, 0,11 Watt, 0,11 Ohm, 90 Watt. Jürg, Achtung, kein Geschmack. So, schauen wir mal. Boah. Boah. Hatte noch nie ein Bier mit so einem Geschmack. Also im Mund, das macht
Bau und wow. Wow. Ich kann es nicht beschreiben. Beim Einatmen ist es nicht so, also wenn man es das erste Mal im Mund hat, das Bier ist nicht so heftig. Sobald man im Mund hat, wirklich BÄM, das ist ganz extrem. Extremst geschmackintensiv. Für mich schon fast einen Hauch zu viel. Also irgendwie, man kann sich da einordnen. Es ist schwer, das kriegt man mit, das ist aber auch ganz klar beschrieben. Also das heißt, das weiß man vorher. Das zieht es durch bis zum Schluss. Muss man mal. Kaffee. Bin jetzt echt nicht so stark oder ist das die bittere Note? Heißt zwar eigentlich, es ist nicht so bitter. Ich finde es jetzt aber schon relativ bitter. Weiß ich aber, ob das der Kaffee ist, der natürlich auch noch eine gewisse Bitterkeit hat, der das Ganze unterstützt. Ich möchte es jetzt hier aber noch mit einem anderen Liquid versuchen. Und zwar. Ich nehme mal jetzt ein etwas frischeres mit einer gewissen Süße drin. Das Plan B von Vape Lounge. Das ist nicht ganz so schwer, es ist ein bisschen leichter, mal schauen. Gefällt mir das andere besser. Das Tissel von Boymake, also das Schwere, das schon ein bisschen Schokolade drin hat. Ja. Gutes Bier. Also. Ich finde das auch für mich jetzt fast ein bisschen zu stark. Aber es ist wirklich eine Geschmacksexplosion. Also. Noctus 100. Die schwarz, wie sagt man? Schwarzes Geheimnis. Ja. Das ist schwarz, das ist eine große Flasche, 0,66 Liter. Ich wünsche euch Prost und das war's vom Bier. Ja, Liquids. Ich habe von der lieben Tanja von pipeline-store.ch Liquids bekommen heute, oder besser gesagt, ich habe sie schon länger bekommen, aber ich habe sie jetzt auch getestet und durchprobiert und ja, möchte die jetzt vorstellen. Und zwar ist das die Jules Juice Liquid Linie und die besteht ja aus diversen Liquids. Hier steht komplexe Liquid-Kompositionen mit Liebe zum Detail. Die beliebten Liquids aus dem Hause Jules Juice, benannt nach bekannten Größen der Physik, sind vielschichtig arrangiert und elektrisierend die Sinne. Muss schön schauen, ich habe, glaube ich, meinen Hund überfahren mit dem Bürostuhl. Nee, geht gut. Und ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Liquids. Also da ist etwas Größeres dran. Und ich würde sagen, ich labere hier nicht mehr groß rum. Und ich komme schon jetzt ein bisschen zum Fazit. Die Liquid-Linie, also diese 7, die ich jetzt hier getestet habe, sind alle gut. Es ist keins, das ich jetzt sagen muss, es gibt ein bisschen die entsprechende meinen Geschmack natürlich mehr und ein bisschen die entsprechende meinen Geschmack ein bisschen weniger. Komme ich dann aber im Detail darauf zurück. Aber im Großen und Ganzen muss ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendeines, wo ich mich übergeben muss oder sonst irgendetwas. Das ist bei weitem nicht der Fall. Alle haben eigentlich, ja, doch fast alle haben, durch diese Linie geht immer so eine gewisse Frische. Das ist so eine, manchmal ist sie ein bisschen dominierend und manchmal ein bisschen mehr unterschwellig, aber jetzt immer so eine Note von entweder Menthol oder von Minze drin, also diese gewisse Frische, also wer sehr gerne so diese frische Liquids hat, der ist mit dieser Linie sicher
dabei und da wieder fast jedes hat er sicher sehr gerne. Ich mag Minze, ich mag Menthol und aus diesem Grund hat die Liquid-Linie mir auch entsprochen. Aber wir sehen uns jetzt mal jedes Liquid einzeln an. Also, wir beginnen, also es sind 7 Liquids. Die kann man kaufen mit 30 ml Flaschen, also in Glasflaschen mit Pimpette oder in diesen, ich habe es jetzt hier bekommen, diese 10 ml Plastikflaschen, das ist ideal zum Testen. Und wie die heißen und was der Grund dahinter ist, habe ich gesagt. Diese Liquids enthalten auch kein Diacetyl. Ich möchte das hier nochmal betonen. Auch dieser große Presseaufschwung wieder. Oh, aufpassen, Diacetyl und bla bla bla. Pimmellutsche, sage ich da nur. Also hier ist nichts so drin. Kein Diacetyl, alles in Ordnung. Und heißt Ampere, Curie, Joule, Volt, Hawking, Coulomb und Galilei. Und ich denke mal, wir beginnen bei Ampere. Ampere. Benannt nach dem französischen Physiker ist es die SI-Basiseinheit der elektrischen Stromstärke und zugleich SI-Einheit der abgeleiteten Größe der magnetischen Durchflutung. Daher der Name. Und das Liquid ist ein Arrangement aus verschiedenen Früchten mitsamt Minze verfeinert. Also schon hier beginnt es mit dieser Minze. Die Minze kommt auch durch, das ist diese Frische. Ich habe hier eine Armada voll Tröpfler mit frischer Watte. Schauen wir mal. Ampere. Also pass jetzt auf, ich sage es jetzt. Für mich zum Dampfen 0,27 Ohm mit 90 Watt. Mit Geschmack. Also hier ist die Minze jetzt nicht so im Vordergrund. Sie ist da, man spürt, man merkt die Minze, sie unterstützt das Aroma, diese Früchte und das ist jetzt für mich wirklich ein gelungenes, gutes, frisches Früchte-Liquid. Also, das ist einfach fein. Da gibt es nichts zu meckern. Absolut nichts. Es harmoniert. Das ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Also wie gesagt, hier, wenn man Minze mag, ist das ein gutes Liquid. Absolut ein Top-Liquid. Die Nummer 2. Das Curie, nicht Curry, sondern Curie, wahrscheinlich französisch. Curie, benannt nach der mehrfachen Nobelpreisträgerin Marie Skłodowska-Curie, also dann nicht französisch. Sie war eine polnische Physikerin und Chemikerin, die in Frankreich wirkte, also doch französisch. Sie widmete sich 1896, Entschuldigung, von Henri Becquerel beobachteten Strahlung von Uranverbindungen und prägte für sie diese das Wort radioaktiv. Also eine Komposition aus fruchtigen Rubusfrüchten, Süßhölzern und eine Spur Lippenblüter. Eine unerkannt fruchtige Note beim Einatmen und ein Hauch von Frische beim Ausatmen charakterisieren Curie. Also auch hier beschreibt man es selbst mit dieser Frische wieder. Schauen, sehr schnell Mund durchspülen, damit ich das Ganze neutral beurteilen kann. So ein bisschen zu wenig. Ich möchte keinen Dryburn, weil sonst atme ich Formaldehyde ein und sterbe daran. Das wollen wir ja nicht. Also immer gut befeuchten mit Liquid. 0,28 Ohm, 90 Watt.
blumig, süß. Diese Frische kommt wieder sehr gut durch, unterstützt das Ganze wieder. So wie beim Ampere. Diese Lippenblüter. Naja. Kommen jetzt mehr ein bisschen beim Ausatmen. Auch dieses Liquid ist gut. Frisch, sommerlich. Also wirklich, ja, solide. Mit einer gewissen Frische drin. Also absolut. Absolut empfehlenswert. Auch das Curry, absolut empfehlenswert. Fein, fein. Kommen wir zum dritten Liquid. Joule. Benannt nach James Prescott Joule, einem britischen Physiker, der sich unter anderem der Wärmelehre und dem elektrischen Strom widmete. Er untersuchte ab 1840 die Wärmewirkungen des Stroms und entdeckte die Erwärmung des stromdurchflossenen Leiters. Okay. Ein fruchtiges Liquid, das besonders durch seine Apfelkomponenten auffällt. Weitere Früchte runden Joule ab. Und ich weiß noch, das habe ich probiert und da war ich doch sehr begeistert von diesem Liquid. Ja, mh. Sau lecker, das Liquid. Also Joule ist wirklich geil. Dieser Apfel kommt durch. Das ist jetzt nicht ein. Das ist nicht ein zu künstlicher Apfel. 0,27 Ohm, 90 Watt. Dieser Apfel kommt so gut durch mit diesem Menthol oder mit dieser Minze. Das wäre auch wieder unterstützt und diese Frische, das ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Das ist so wie wenn diese grünen Äpfel, kennt ihr die grünen Äpfel? So in diese Richtung geht das. Das ist einfach nur lecker. Kann sich nicht anders sagen. Also Joule gehört von dieser Linie zu meinen Top-Liquids. Ah, die sind lecker. Was ist das für eine Mischung? Ist das 50-50 oder ist das. Steht hier nicht drauf. Glycerin und Rom können Verkauf geben für Kinder und so. Weiß ich gar nicht. Ist die in der Beschreibung auch nicht drin? Weiß nicht, ob das 50-50 ist oder ob das 70-30, 80-20 oder weiß auch nicht, was ist, keine Ahnung. Aber eins weiß ich: Joule, Apfel, weitere Früchte, das ist wirklich lecker. Also, das ist schon ein geiler Wurf, dieses Joule. So, und jetzt kommen wir zu meinem Favorite: Das ist ja. Und zwar zum Volt. Volt. Wo haben wir die Notizen zum Volt da? Benannt nach Alessandro Volta, einem italienischen Physiker, der als Begründer der Elektrizitätslehre und Erfinder der Batterie gilt. Also danke Volt für die 18650er, 26650er und so weiter und so fort. Ein bodenständiges, süß-sahniges RB-Liquid. So. Wer mich ein bisschen verfolgt, der weiß, ich suche immer nach Erdbeersahne, so Erdbeer-Shake-Liquids. Das ist es nicht. Aber. Das ist so ein typisches Erdbeersahne-Bonbon. Aber nicht diese harten, sondern die weichen. Und. Ja. Als ich das erste Mal gedampft habe, muss ich schon sagen, wow, also das ist mein Lieblings von diesem 7 Volt
süß, sahniges Erbe-Liquid. Nicht frisch, nicht... also da schmeckt man ein bisschen das Künstliche hinaus, ist klar, ist ein, wie gesagt, so ein Bonbon. Aber das ist so geil. Ja, ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist diese weichen Erdbeersahne-Bonbons, die kennt jeder. Und ja. Also wenn ihr mal so ein paar Euro übrig habt, wollt. Ja, das ist einfach geil. Das ist einfach zu geil. Also wirklich, das hat mich sehr überrascht. Das hat mich wirklich sehr überrascht. Und ich kann auch nicht mehr zu diesem Liquid sagen, weil anders kann ich es nicht beschreiben. Lecker. Das ist wirklich, wirklich, wirklich lecker. Dann kommen wir zum Hawking. Benannt nach dem britischen theoretischen Physiker und Astrophysiker. Bis 2009 war er Inhaber der Lucasischen Lehrstuhls für Mathematik an der Universität in Cambridge, den einst auch Isaac Newton innehatte. Hawking ist das Produkt aus verschiedenen Zitrusfrüchten und einer Auswahl an frischen Komponenten wie Minze, Menthol und Eukalyptus. So. Dampf das in Tröpfler ohne Nikotin, weil es haut euch sonst den Boden unten weg. Also das ist wirklich, wirklich Eukalypte, Menthol. Ich meine, es ist nicht negativ, aber es ist so wie so eine Zahnpasta irgendwie. Also das haut euch wirklich, oder so ein Fisherman's Friends Bonbon. So ist das. Also das haut euch fast den Boden raus. Also das ist wirklich extrem. Da spürt man hier richtig, das fängt so an zu sich brennen oder also nicht negativ. Das ist einfach diese Schärfe oder diese Kühlung. Ich weiß es nicht, wie ich es nennen kann. Ah, das ist. Etwas vom frischesten. Nein, es ist das frischeste, was ich jemals gedampft habe. Also nochmal: Minze, Menthol und Eukalyptus. Mit Zitrusfrüchten, also die Zitrusfrüchten sind sehr dezent, dass dieses Eukalyptus und dieses Menthol mit der Minze, das ist echt im Vordergrund. Das ist Wahnsinn, also das kühlt jetzt immer noch hier hinten runter, das ist extrem. Das ist fein, das ist sicher geil im Sommer, bei 40 Grad nimmst du das Hawking, nimmst ein paar Züge und du kannst wieder frisch atmen. Ja. Das ist schon cool. Aber es haut einem die Schuhe unten durch. Wow. Oh, wirklich. Es ist gut. Aber extrem. So, dann haben wir noch das Klomp. Einen Tröpfler aussuchen, so. Etwas trinken. Benannt nach dem französischen Physiker Charles-Augustin de Coulomb ist die abgeleitete SI-Einheit der elektrischen Ladung. Dunkle Kirschen eingelegt in Zuckersirup, Mandellikör und Vanille verfeinert mit Oregon, Himbeer und einem Schuss Minze. Ja. Das ist jetzt das Liquid, das mir am wenigsten passt, weil ich nicht so der Kirschentyp bin und die Kirsche ist hier sehr im Vordergrund. Es ist jetzt nicht das Liquid, das muss ich, ich habe schon viel schlechter gedampft, definitiv. Also, es ist schon Jammern auf einem gewissen Niveau. Ja. Das ist etwas, wo die Minze oder die Frische nicht so im Vordergrund steht, sondern tendenziell ein bisschen mehr die Süße. Aber es ist nicht so meins.
Aber es ist rund, es ist jetzt nicht, wo man sagen muss, was hat der sich da überlegt oder sonst irgendetwas, das ist rund, das passt. Für mich hier die Kirsche im Vordergrund, aus diesem Grund habe ich es nicht so gerne, das ist nicht so meins. Meine Frau liebt's, ich habe es nicht so gesehen. Aber wie gesagt, das Jommen wirklich auf einem gewissen Niveau. Das ist definitiv so. Dann kommen wir zum letzten Liquid. Hier. Galilei. Dieses Liquid beinhaltet Aromen verschiedenen Panzerbeeren, chinesische Stachelbeere, gesüßt mit reifer Cantaloupe. Es ist fruchtig süß mit einer leichten Säure im Hintergrund. Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist fruchtig süß. Okay, mit einer leichten Säure im Hintergrund. Ja, das ist fruchtig süß. Die Säure kommt bei mir jetzt nicht so durch. Aber auch das, es ist grundsolide, das ist nicht schlecht. Also es sind wirklich sieben Liquids, das gibt es selten. Man kauft schon eine Liquidine und sagt wirklich bei jedem doch, das kann man dampfen. Ich habe bis jetzt immer eins oder zwei gehabt und sagen, das ist gar nicht meins. Und das ist jetzt hier nicht so. Es gibt Liquids, die schmecken mir sicher besser und es gibt Liquids, die schmecken mir nicht so, aber sind alle dampfbar. Also, kann diese Liquidlinie von wirklich von Herzen empfehlen. Geht in einen Laden, testet diese mal durch, oder kauft euch jetzt mal nach der Beschreibung vielleicht einen 10 ml zum Anfang, mal zum Schauen, wie die wirklich sind. Das kostet nicht so viel. Und wenn ihr wirklich gerne frische Sachen habt mit einem Hauch Minze, Eukalyptus oder ja, dann kauft die, dann seid ihr nicht auf der falschen Linie. Oder wenn ihr Menthol gern habt, natürlich auch. Also ich kann die Liquidlinie weiterempfehlen. Das ist meine Meinung, mein Geschmack, mein absoluter Favorite, das Erdbeersahne, das Volt, das ist für mich das Highlight von dieser Liquidlinie, wenn man so will. Ja, ich denke, das war's mal von der Liquidlinie. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Jetzt kommt Grete. Ja, bis später. Ja, willkommen zur Gerätevorstellung. Ich mache nicht mehr eine Vorstellung im eigentlichen Sinne, sondern es sind Geräte, die ich bekommen habe und das sind so meine Ersteindrücke von den Geräten. Und das sind heute 1, 2, 3, 4 Stück. Und die bin ich jetzt wirklich am Testen. Und da wird es dann demnächst die Videos geben. Und zwar als erstes möchte ich euch vorstellen oder schnell zeigen, also meine ersten Eindrücke. Die Siegelei Fuchai Fuchai. Ich weiß auch nicht, was sich die im Osten überlegt haben, wie man das aussprechen soll. Ich sage jetzt einmal Fuchai. Ich denke, das wird so ungefähr stimmen. 200 Watt. Temperaturkontrolle. Zweimal 18650er und zwar mit der Pluspol hier, der ist so beweglich, also das heißt, kann man gut dagegen drücken und dann die Batterie einfahren. Zack, das hält, der Batteriedeckel, der hält auch kein Spiel, das ist gut, rasselt, nix. Und ja, ich bin ein bisschen begeistert von dieser Box. Die Haptik, die hält extrem gut in den Händen. Sieht man das? Die ist so ein bisschen nicht gerade, sondern ein bisschen so zack, so ein bisschen darüber und hier dasselbe. Die ist nicht gerade, sondern die ist so ein bisschen abgeschrägt. Und, ah, das macht ein gutes Handgefühl. Ja. Muss tatsächlich wieder einschalten, wenn man gespielt hat. Ja. So. Macht sich ein gutes Handgefühl, die liegt gut in den Händen, preislich bei
zum Beispiel 80 Euro bei ProSteamer. Die ist so irgendwie wieder so gummiert und ich finde das gut, ich finde das sehr angenehm zu halten. Hat Temperatursteuerung, Nickel, Titan, Wattmodus und das Menü ist einfach, also System off, 5 Klick, dann schaltest du sie wieder ein, 5 Klick, dann hast du oben unten drücken gleichzeitig und dann kommst du in dieser in den Modus wechseln und dann kannst du einfach durchwählen zwischen Nickel, PWR, also Power oder TI für Titan, wählst diesen Modus aus und drückst OK und dann gehst du mit der Temperatur hoch und runter und that's it. Also wirklich einfaches Menü. Gibt es in drei Farben zu haben, blau, rot und schwarz. Ich habe hier die schwarze. Maximalstrom 25 Ampere, Kupfer-Akku-Kontakte, Ausgangsleistung 5 bis 100 Watt, Verdampferwiderstand 0,1 Ohm bis 3 Ohm, Spannung 0,5 bis 7,5 Volt, Länge ca. 102 mm, Breite 56,5 mm, Tiefe ca. 24 mm, Überhitzungsschutz, OLED, Verpolungsschutz und so weiter und so fort. Und ja, die hat es mir schon angetan, weil die ist eigentlich noch klein, also die verschwindet eigentlich auch schon fast in meinen Händen. Wie gesagt, die Haptik ist cool, Menüführung sehr einfach und die haut auch gut raus. Hier 90 Watt, so ziemlich genau 0,1 Ohm. Da geht schon was. Ich finde echt, bin wieder mal von Sigelli nicht enttäuscht worden. Die Batterie legt man seriell ein, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Da hat der Chip alles regelt. Und das ja, geht ein bisschen schwer hinein hier, aber dafür hält das Ding auch. Also da klappert nichts, das ist schon cool. Also erster Eindruck. Siegelei, Fujai Box mit diesem gummierten, mit der geilen Haptik. Daumen nach oben, muss man nicht sagen. Ah, Bier. Der ärgste Feind des Soldaten ist die Dehydrierung, also immer schön viel trinken. Dann haben wir das zweite Gerät und das ist auch ein 200 Watt Gerät und zwar die Kopor. Und zwar habe ich die in Schwarz bekommen. Mal schauen, wo man die drin hat. Die hat wo finde ich die da? Und zwar ist das die Kopor Plus TC 200 Watt. Die gibt es in verschiedenen Farben: Silber, Weiß, Schwarz, Rot. Ich habe hier die schwarze Version. 200 Watt Temperaturkontrolle. Ja, diese Box begeistert mich noch nicht so fest. Man hört das vielleicht. Der Akkudeckel löst man, ja, es hat eigentlich vier Magnete, ist auch 2x18650er. Aber hört man das? Ja, das klappert und ja, ist in der gleichen Preis-Range wie die Siegelife, die kostet jetzt 70 Euro. Kommt mir jetzt nicht so wertig rüber. 6 Watt bis 200 Watt, Ausgangsspannung 0,35 Volt bis 8 Volt, Widerstandsbereich 0,08 Ohm bis 3 Ohm, im Temperaturmodus 0,1 bis 3 Ohm im Wattmodus, Temperaturbereich 100 bis 315 Grad, 2x18650 habe ich gesagt, man bekommt hier noch eine Silikonhülle mit, aber
Menüführung ist ein bisschen komplizierter. Man hat dann so ein Menü und dann, wenn man drin ist, muss man warten 5 Sekunden, dann kommt man dann in den Wartmodus. Wenn ich Wartmodus will, Temp-Mode, dann warte ich wieder 5 Sekunden. Dann wechselt der in Strange, Hard, Max, Min, Soft. Ich nehme hier mal Hard. 1, 2, 3, 4, 5. Dann Nickel, Titan, SS, also Edelstahl. Nehme ich hier mal Titan. 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich hier noch den Koeffizienten eingeben? Ich lasse es jetzt mal so drin. 1, 2, 3, 4, 5. Dann Celsius oder Fahrenheit oder Degree, ja, das lassen wir mal drin. SC oder DC-Modus. Wir nehmen DC. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann bin ich im Modus. Dann zeigt es mir auch hier alles an. Jetzt, wenn ich wieder in den Watt-Modus wechseln will, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann 1, 2, 3. 3, Entschuldigung. Menü, ja. Wenn das Setting-Menü, ja. Temp-Mode, nein. Temp-Memory-Mode, Watt-Mode, ja. 1, 2, 3, 4, 5. Strange, Hard, Max, Min, Soft. Normal, ich gehe zu hart. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt bin ich hier wieder im Watt-Modus, kann die Watt verstellen, nach unten und oben, wie es mir beliebt. Aber das ist schon, also einfach mit sehr viel Wartezeit verbunden. Und jetzt habe ich hier einen Verdampfer mit 0,1 Ohm. Und bis der feuert, das ist so komisch. Also ich drücke, hört man das? Ich drücke jetzt. Und jetzt kommt er. Das hat eine Verzögerung drin. Jetzt kommt er. Die Siegelei kommt viel schneller. Wenn ich drücke, zack. Sofort da. Hier. Keine Ahnung, was das soll. Und ich bin ja im Hard-Modus. Ich gehe jetzt mal zu. Gebe jetzt mal, dass es sofort hochfährt mit dem Watt-Mod. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Warten, warten, warten. Strange Hard. Und ich gehe jetzt mal zu Max. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Max 0,1 Ohm, 100 Watt. Schauen wir mal, wie das ist. Nicht viel besser. Also da hat irgendwie eine Verzögerung. Ich weiß nicht wieso. Ich sehe den Sinn nicht dahinter. Steht ja auch nichts drin. Also das überzeugt mich noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht wieso. Bin noch nicht dahinter gekommen. Ich kann ja mit dem Wattzahl mal hochgehen. Vielleicht kriegt er dann ein bisschen mehr Power. Ich bin ja bei Max, also geht es mal hier auf 130 Watt. Ah, doch, besser. 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 Aber dann heißt das für mich, dass er die Wattzahl nicht raushält, welche er anzeigt. Eigentlich. Geht es mal auf 150 Watt, weil dann müsste der Coil eigentlich, der ist so gemacht bis 120 Watt, glaube ich. Jetzt kommt langsam ein bisschen Power raus und ich bin auf Max. Aber bei 150 Watt, ich weiß nicht. Finde das schon extremst komisch. Naja, ich muss mich noch ein bisschen beschäftigen. Vielleicht liegt es an dem, vielleicht nicht. Wenn, dann wäre das ein brutal großer Unterschied, was hier angegeben wird und was wirklich rauskommt. Das ist aber ein Gefühl. Ich messe es nicht nach. Das ist einfach ein Gefühl. Und der Akkudeckel, man
Gut, dass wenn ich sie so halte, dann. Ja. Und mit 150 Watt bin ich jetzt auf dem Level von hier, weil die Ohmstärke stimmt ungefähr überein. Hier haben wir 0,1 und hier 0,11. Das sind 90 Watt. Also, ich habe hier 60 Watt Unterschied und, naja, keine Ahnung, ich bin da noch ein bisschen halbschwanger, was das Gerät, also, bis jetzt überzeugt mich jetzt von diesen zwei Geräten die Ziegelei ein bisschen mehr, von der Price Range sind sie in etwa dasselbe, ja, hier finde ich ein bisschen alles wertiger verarbeitet, wie gesagt, die 90 Watt, finde ich, kommen 90 Watt raus, hier 150 Watt, finde ich wie 90 Watt, ja, ja. Dann das nächste Gerät, und da muss ich jetzt schnell googeln, weil das habe ich jetzt neuer bekommen. Und zwar ist das da ein RTA, der Geekvape, mit dem Velocity Deck. Der kostet 40 Euro, also 39 Euro dort rum, jetzt zum Beispiel bei vaporfreak.de oder bei Toxo Vape Club gibt es ihn zum Beispiel auch. Hat Topfeel, Liquid Flow Control, Velocity Style Deck, also dieses Deck mit den zwei Löchern drin. Tankkapazität 3,5 Milliliter, das bin ich gespannt, ob das wirklich 3,5 Milliliter sind. Also hier kann man zum Beispiel eine Fuse Clapton problemlos raufknallen auf dieses Velocity Deck Style Deck und da kriegt man so mit dem Drip Tip, Ersatzschrauben, O-Ringen, so, das ist alles dabei. Diese Airflow Control ist gut, ich habe sie jetzt hier offen, weil ich finde das eigentlich ideal und ich glaube, wenn ich sie hier schließe, dann bekommt das Luftgeräusch so einen komischen Ton. Also, ja. Ich lasse es hier offen. Geschmacklich ist der wirklich gut. Trotz dieser Dampfentwicklung, der ist geschmacklich wirklich gut. Ich habe hier eine, sag mal so, Kokos. Kennt ihr dieses Kokosnussgebäck? Und das ist so ein Liquid und das schmeckt gut. Ich versuche es auch mal mit dem Bier, das könnte vielleicht auch noch passen. Ja, saulecker. Das Velocity Deck ist natürlich einfach zu wickeln. Also wirklich kein Problem, auch für Anfänger kein Problem. Das Top-Filling-System, man öffnet hier oben. Und dann kann man hier sofort nachfüllen, schließt das Ganze wieder. Also von dem her gesehen sind 3,5 ml nicht schlecht. Die Watt ist einfach zum Verlegen, man hat die Coil. Eigentlich, dann zieht man die Watte durch und dann lege ich sie, dann hat man so eine Abstufung mit den Löchern und dort legt man die Watte rein. Nicht stopfen, einfach nur hineinlegen in die Löcher. Die Liquidkanäle sind eigentlich groß und die lässt man frei. Und das Liquid hat einen super Nachfluss, ich habe hier fast 100% VG, also irgendwie eine 95,5, das PG kommt nur von den Aromen. Watt, keine Nachflussprobleme. Gehen wir ein bisschen rauf. 115 Watt. Kein Nachflussproblem, also kein Problem, das funktioniert. Also für das, dass es ein Tankverdampfer ist, muss man hier schon sagen, ist das schon eine geile Sache. Und von Preis-Leistung hier auch wieder, wie gesagt, 40 Euro. Geek Vape Griffin RTA Tank von mir bis jetzt, das ist noch nicht im Landzeigtest, ist seit 2-3 Tagen, absolut Daumen hoch. Das ist
Wenn der jetzt so weitermacht, wie ich in den nächsten Tagen getestet habe, wohl ein mein neuer Lieblingstankverdampfer. Geschmacklich top, einfach zu wickeln, viele Wicklungsmöglichkeiten, gute Airflow-Control. Ich kann hier den Liquid-Fluss noch ein bisschen steuern, ich kann zuschließen mit dem Drehen hier, ich kann aufschließen, dann habe ich mehr Löcher frei. Und also Liquid-Nachfluss 1A bei 100% VG. Drip-Tip, genial. Kann man nicht auswechseln, ist fix drin. Aber das ist gut. Geiler Tank, verdammt. Muss man wirklich sagen. Ja, und jetzt erste Eindrücke. Wir hatten es heute schon mal von dem. Also der ist jetzt im Test. Das heißt, wird irgendwo mal ein Video kommen. Und zwar ist das der Mammoth Hybrid Mod. Das sind 26650er, ein Akku. Und hat oben eine Tricoil. Also drei Wicklungen. Sieht dann so aus. Und ja, da geht schon was. Da muss man auch ein bisschen aufpassen wegen der Ohmzahl und so. Es ist ein Hybrid, das heißt, nur dieser Tröpfler, der hier mitgeliefert wird, geht zu diesem Akkuträger. Es gibt einen Adapter, wo ich jeden mit einem 15er Anschluss, das heißt, wo ich eigentlich jeder 15er dann Tröpfler aufkriege. Geschmacklich ist der gut. Ich habe ihn noch nicht auf dem Level, den ich ihn haben will, aber das liegt wahrscheinlich im Moment eher an meinen Wicklungen. Das Drip-Tip kommt dazu geliefert, das passt soweit, das ist in Ordnung. Der sieht geil aus. Hä? Mit dieser Gravur, mit dem Gold und der liegt auch gut in den Händen, ist für einen 26650er wirklich klein. Da hat eine Höhe von nur 113 mm. Die Breite der Tube ist unten 30 mm und hier ist ja die Übergang ist ein bisschen schmäler und hier oben haben wir noch 28,5. Ist Messing und Stainless Steel, Triple Coil System, 3 Plus sowie 3 Minus Polschrauben, einstellbare Airflow Control, Gravierungen an der Tube, jawohl, versilberte Minuspol, Brass Drip Tip. Genau, und inklusive der Edelstahl Top Cap mit 15er Anschluss. Und das wird alles mitgeliefert für einen Preis von, zum Beispiel, Prostimer hat den jetzt gerade in der Aktion statt 2,34,90 und 24,90. Also, wenn man einen 26650er haben will, der nicht groß ist und der gut verarbeitet ist und mit einem Tricoil doch gut wickeln kann, macht Platz für 124,90 Euro bei Prostimer. Kann man nicht viel sagen. Der Taster, da bin ich nicht so, noch nicht so glücklich. Ich habe den aber noch nicht zerlegt. Das wird eine Feder sein. Ich denke nicht, dass das. Und der hackt manchmal ein bisschen. Das wird dann wohl die Feder sein. Und ich muss den mal auseinandernehmen. Da bin ich noch nicht so extremst glücklich. Stört nicht extrem, aber. Ja, ein bisschen schon. Also, ja. Aber nicht schlecht. Und das ist jetzt zum Beispiel etwas, was man für unterwegs mitnehmen kann. Ein 26650er hält doch ein bisschen länger als ein 18650er Akku. Wie gesagt, von der Größe her kein Problem. Liquidflasche mitnehmen, tröpfeln, füllen. Und dadurch, dass du hier ein großes Wattedepot hast, gehen hier auch ein paar Milliliter Liquid rein und da kannst du dann wieder ein paar Züge nehmen, dann bist du nicht die ganze Zeit am Nachtrippen. Und das ist dann natürlich schon cool, wenn man unterwegs etwas, ja, sagen wir mal, etwas speziell ein bisschen schauen will, dann passt das natürlich schon. Wie gesagt, geschmacklich habe ich ihn noch nicht dort, wo ich ihn haben will. Ich denke, das geht noch besser. Da muss ich noch ein bisschen wickeln und dann noch ein bisschen üben beim Wickeln. Der bekommt natürlich eine Patina vom Anfassen, das ist normal bei Brass.
Wie gesagt, mir gefällt das, ich lasse es. Cooles Gerät. Auch hier kommt sicher noch ein Video. Erster Eindruck, auch hier Daumen nach oben. Wie gesagt, ist momentan in Aktion. Und dann wäre es das schon das Ende vom Vlog und wir kommen zum Abschluss. Ja, das war ja wieder der Vlog. Ich weiß auch nicht wie, wo, was, aber ihr werdet, entweder schreibt sie unten hinein oder ich lasse es einfach so, wie ich sage. Ich sage einfach Vlog und gut ist. Ja, ich bin gespannt, dass das Jahr 2016 bringt oder bringen wird. Ich denke, im Bereich Juni, Juli werden wir schlauer sein und vieles mehr wissen. Entschuldigung nochmal, ich unterschreibe. Ihr unterschreibt bitte die Petition. Teilt den Link. Eure Familie, Schwester, Bruder, Frau, Freundin, Schwiegereltern, Tante, Onkel, schieß mich tot, Kollegenkreis. Lasst die Leute unterschreiben, damit wir diese über 50.000 kommen. Sind wir jetzt zufrieden, wenn wir 52.000 haben? Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Ja, ich freue mich wieder auf viele Kommentare unten auf Facebook oder auf YouTube unter meine Videos. Das nächste Video wird dann irgendwann so im Verlauf der nächsten Woche kommen, ein Gerätevideo. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, lasst mir ein Abo da, das wäre cool. Dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen runter, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich mich verbessern. In diesem Sinne, gut Dampf, bis zum nächsten Video, euer Retro Vape 3. Tschüss!